Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute wollen wir wieder eine Verpackung basteln, weil es naht ja Ostern und da müssen wir ja schon mal ein bisschen was verpacken. Ich habe hier von meinem neuen Set fröhliche Muster. Hier jetzt mal einen Bogen rausgesucht und Ostern ist ja gelb, also habe ich mir gedacht, wir werden einfach mal mit Gelb arbeiten. Ihr braucht ein Stück Farbkarton. Und zwar braucht der Farbkarton die Maße 29 x 15 cm. So, das kürze ich mir einmal ein auf 29. Und in der anderen Richtung bei 15. So, das ist euer Stück, was ihr braucht. Dann müsst ihr das an der langen Seite einmal falzen bei 3,5. Das mache ich hier hinten an meiner Skala. Dann dreht ihr das Ganze um und falzt bei 16,5. Dann dreht ihr euch das Ganze auf die kurze Seite und falzt auf bei 1,5. Dreht euch das auch noch mal auf die andere Seite, also einmal rum und wieder bei 1,5. So, und das war schon das ganze Falzen, was wir machen müssen. Jetzt wenn wir, bevor wir uns das zurechtschneiden, uns eine Standschablone nehmen. Und zwar habe ich hier diese Standschablone vom Action. Und die packt ihr euch hier mittig. Ich zeige euch das nochmal eben. Ist ja schlecht zu erkennen. Hier oben habt ihr euren Streifen. Das wird die Lasche werden. Hier kommt eure Fensterstanze drauf. Und hier unten habt ihr nur dieses Stück, was nur hier unten, also die große Fläche. Also hier oben ist dieses gefalzte Stück. Und eure Fensterstanze, die legt ihr euch einfach hier mittig in dieses obere Kästchen. So, und das werde ich mit euch einmal durch die Stanzmaschine jagen. Und dann würdet ihr nachher schon sehen, was wahrscheinlich draus entsteht. Das einmal in eure Stanzmaschine. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier ist es. Dann nochmal überprüfen, ob ihr hier wirklich mittig legt. Und ich nehme mir nochmal ein Stück Washi-Tape. Und lege mir das hier mittig an und klebe es einmal fest. Und hier würde ich das auch euch empfehlen, in die Mitte zu kleben. Weil wenn ihr tatsächlich mal von dem Washi-Tape irgendwie das nachher abmacht und euch Papier abreißt, in der Mitte ist das völlig wurscht. Das sieht dann auch keiner. So, die kann schon wieder weg. So, und dann habt ihr hier so einen richtig schön gestitchten Rand und hier habt ihr ein Fenster. Was wir jetzt brauchen, ist eine Schere und dann schneiden wir uns einmal Klebelaschen ein. Und zwar hier oben, wo ihr das Fenster reingestanzt habt, schneidet ihr euch hier eine Klebelasche. Und dieses Stück hier oben kommt raus und das schneidet ihr mit der Falzlinie raus. Auf der gegenüberliegenden Seite macht ihr natürlich genau das Gleiche. Einmal die Falzlinie rausschneiden und hier anschräg. Und hier unten schrägt ihr euch das auch einmal an in der Falzlinie, so dass ihr das jetzt hier so habt. Und dieses Stück, das schneidet ihr euch weg. Das brauchen wir nämlich nicht.
Also hier auf der anderen Seite auch anschrägen. Und dann nehmt ihr euch eure Schere und schneidet das raus. Das gleiche macht ihr einmal auf der gegenüberliegenden Seite auch. Die Falzlinie mit rausschneiden. Zack. So, und dann habt ihr schon quasi eure Verpackung. Was wir jetzt noch machen müssen ist, wäre jetzt langweilig, hier Naschi hinterzustecken und es fällt hier durch. Also entweder werdet ihr euch hier Vellum hinterpacken oder ihr nehmt euch eine Klarsichtfolie, dann kann man das Naschi sehen. Ich suche mir jetzt noch mal ein schönes Vellumpapier raus. So, ich habe jetzt noch hier diesen Bogen, diesen Block gefunden von Action. Ihr habt aber bestimmt jede Menge Vellum zu Hause oder halt durchsichtige Folie. Und da sucht ihr euch einen Bogen raus und schneidet den einmal zurecht in den Maßen 11 x 11 cm. Ich habe jetzt hier was mit Blümchen genommen. Ich glaube, das passt ganz gut. So, es muss auch nicht 11 x 11. Hauptsache ist, ihr deckt euch eure Fenster hier hinten mit ab. Dann nehmt ihr euch euer doppelseitiges Klebeband oder ihr nehmt Flüssigkleber und dann klebt ihr euch schon mal das Vellumpapier hier einmal drumherum. Wenn ihr schon das doppelseitige Klebeband gerade in der Hand habt, dann könnt ihr euch, die Nachbarn, das einmal umdrehen und hier auf die Laschen auch nochmal doppelseitiges Klebeband drauf machen. Das geht schon seit Tagen so. Bin froh, wenn sie fertig sind. Und ihr wahrscheinlich auch, weil es nur geringfügig im Video nervt, oder? Aber jeder zieht mal ein, alles gut. So, bevor wir uns das festkleben, zieht ihr euch hier einmal die Folie ab. So, und was ihr jetzt noch machen müsst, ist Flüssigkleber oder hier auch in die Mitte Kleber raufsetzen, damit das nachher nicht absteht. Ich gehe hier nochmal am Rand einmal trotzdem rum. Man weiß ja nie. So, und dann setzt ihr euch das einfach hier rauf. Wenn es ein bisschen schief draufgeklebt ist oder so, das ist völlig wurscht, das macht nämlich nichts. Und dann habt ihr hier schon euer kleines Fenster. Jetzt brauchen wir noch einen Griff. Und zwar habe ich hier diesen Stanzer. Da könnt ihr auch euer Punchboard benutzen. Oder schneidet ihr euch so einen Eingriff raus. Dann nehmt euch einfach so die Mitte, Pi mal Daumen, und macht hier einfach so einen Eingriff. Und dann und die beiden Ecken hier oben, wo habe ich ihn jetzt hingeräumt? Da. Die rundet ihr euch noch ab. Das sieht dann einfach nur ein bisschen besser aus. Was ich euch noch sagen wollte, diese vier Fensterteile hier, die schmeißt ihr mal bitte nicht weg. Da kann man nämlich noch eine richtig tolle Restekarte draus machen. So, dann könnt ihr euch das einfach einmal alles nachfalzen. So, und schon habt ihr hier so eine richtig süße kleine Tüte. Hier oben könnt ihr das entweder verschließen mit einem Band, was dann hier so runterhängt, oder ihr klebt das hier zu. Da sind euch ja keine Grenzen gesetzt. Ich werde es diesmal zukleben,
das mache ich zum Schluss. Erstmal werde ich hier die Seitenteile einmal abziehen. Und dann klappt ihr euch das einfach hoch. Zack. Und dann habt ihr hier schon eure Tasche. Geht super schnell. Das könnt ihr hier so lassen. Ihr könnt es aber auch wegnehmen. Ich nehme es weg. Das sieht dann immer ein bisschen netter aus. Und ihr könnt so tatsächlich auch in Massenproduktion gehen. Eignet sich hervorragend. Vielleicht im Kindergarten ein bisschen Freude verbreiten. Oder beim Altenheim. Oder, oder. So, und das wäre jetzt so die Tasche. Und jetzt geht es nur noch darum, das zu dekorieren und verzieren. Ich werde mal gucken, was ich noch so in meiner Stanzteilekiste habe. Denn ich habe hier nämlich noch jede Menge Stanzen. Ich habe mir schon mal alles so ein bisschen zurecht gesammelt, was mit Ostern zu tun hat. Da werde ich jetzt mal in meinem Repertoire hier ein bisschen rumforschen. Und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. So, ich habe mir jetzt ein bisschen was rausgesucht. Ich habe hier mir 3 Ostereier rausgesucht und die werden wir jetzt hier einfach aufkleben. So ein bisschen verdecken, weil es soll ja auch noch ein bisschen Spannung sein, was da drin ist. Das eine Osterei habe ich mir komplett mit Formtape beklebt. Und bei dem habe ich nur die Hälfte beklebt, weil wir uns das über die anderen rübersetzen. Da brauche ich noch mal ein bisschen Flüssigkleber. Und dann kann man sich das hier so hinsetzen. Dann hat man hier so kleine 3 Eier. Das habe ich übrigens alles aus Restpapieren mal ausgestanzt. Dann habe ich hier dieses Gras. Das habe ich mir hier unten auch mit Formtape ein bisschen erhöht, war ein bisschen frickelig, aber das geht alles. Dann werde ich mir jetzt hier oben auf das Gras noch ein paar Kleckse Flüssigkleber machen. Dann setze ich mir das hier einfach vor die Eier. Ich habe mir gedacht, um das Gras ein bisschen zu verlängern, habe ich einfach nur hier an dem Ende kleine Mini-Kleber drauf gemacht, das zu erhöhen. In der Hoffnung, dass der Flüssigkleber den Rest hält. Das muss ich mir noch eben einmal abpulen. Dann setzt ihr euch das hier auch einfach rauf. Dann habe ich noch einen kleinen Hasen. Den habe ich auch mit Formtape einfach nur ein bisschen erhöht. Ich mag das immer total gerne, wenn das so ein bisschen 3D-Effekt ist. Der kommt dann einfach hier an die Seite. Dann habe ich hier noch 2 so Blümchen. Da macht ihr einfach auch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Also dekomäßig, da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, und dann habe ich hier noch einen Spruch mit süße Ostergrüße. Den dachte ich, klebe ich hier oben einfach rauf. Es ist ja so ein bisschen, na, ich würde mal sagen, noch langweilig an der Ecke. Ich habe hier noch so ein paar Farben, Metallic-Farben. Ich würde sagen, wir nehmen mal so ein Grün. Und dann ziehen wir uns das hier vielleicht einfach noch mal so ein bisschen durch. Da will ich mal ein bisschen Garn abschneiden. Ich glaube, das Gelbe nehmen wir gar nicht. Dann werden wir uns das einfach hier so ein bisschen nur hinterfriemeln. Machen wir ganz easy peasy. Jetzt ziehe ich euch einfach das einmal rum. So. So, erstmal gerade ziehen und dann friemelt ihr euch das hier so ein bisschen rum, dass das so rausguckt. Legt euch einfach hier hinten auf euer Formtape drauf. Na, wenn es denn will. Ich muss mir das mal hinlegen, sorry.
Genau. So, und dann könnt ihr euch das hier einfach so ein bisschen hinten quer rüberlegen. Vielleicht nicht gerade in die Finger festkleben, so wie ich das mache. So, den letzten Zippel schneidet ihr euch einfach ab. Dann macht ihr hier trotzdem noch mal ein bisschen Flüssigkleber drauf. Ich habe da jetzt mit meinen ganzen Fingern die ganze Zeit rumgekrabbelt. So, und dann setzt ihr euch das hier oben an die Ecke. So, und dann habt ihr jetzt schon mal eine richtig niedliche kleine Osterverpackung. So, und ihr könnt hier hinten in die Tüte ganz viele Naschis reintun. So eine kleine Weingummitütchen könnt ihr reintun, ein bisschen Schokolade oder sowas. So eine kleine Schokogrüßchen. Ja, die könnt ihr euch da reintun. Und dann klebt ihr euch das einfach mit Gludots zu. Oder ihr könnt auch natürlich hier oben Löcher reinstanzen und das dann mit einem Band verschließen. Achtet nur drauf, wenn ihr hier Löcher reinstanzt, wenn das zu ist, dass ihr auch diese Lasche mitnimmt. Müsst ihr hier dann mal an der Seite gucken, dass ihr das dann hier so mitkriegt. Ja. Ich werde das gleich nochmal schick befüllen mit Naschi. Und dann habt ihr einen richtig schicken kleinen Ostergruß. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.